Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag früh. Wenn ihr durchguckt, wenn ihr bei den Folgen immer auf dem Laufenden bleibt, habt ihr gestern mitgekriegt, dass ich in die Huta gezogen bin, weil ich heute früh einen Notfallhund abhole. Und da fahren wir jetzt gleich hin. Ich bin ein bisschen spät dran, weil ich jetzt auch noch von einem anderen Hund, der das erste Mal in die Huta gekommen ist, heute Morgen in den Finger gebissen worden bin. Das hat mich dann auch so ein bisschen Nerven und Zeit gekostet. Ja. Oh, ich sehe wieder was. Auto ist ja gar nicht so dreckig, wie ich dachte. Jetzt gehe ich mir einen Kaffee holen. Und dann fahren wir einen Border Collie abholen. Los geht's. Es gibt Tage, die laufen kacke und es gibt Tage, die laufen kackiger. Also der Tag hat schon scheiße angefangen. Erst hat mich dieser neue Chihuahua in den Finger gebissen. Und dann wollte ich losfahren. War eigentlich noch ganz gut in der Zeit. Dann war die eine Straße gesperrt wegen Bauarbeiten. Und die andere Straße, und das sind alles Einbahnstraßen, einspurig. Und die andere Straße, da ging es auch nicht weiter, weil die Müllabfuhr gerade da war und seelenruhig eine Tonne nach der anderen geleert hat. Die Jungs müssen ihre Arbeit machen, ne? Ich bin denen dann nicht böse, also nicht falsch verstehen. Aber das hat mich bestimmt 5 Minuten gekostet. Dann habe ich gedacht, okay, komm, jetzt bist du eh 5 Minuten zu spät. Jetzt kannst du ja auch noch gleich einen Kaffee holen, weil ohne Kaffee jetzt nicht. Dann fahre ich mir einen Kaffee holen bei McDonald's. Und was ist? Der McDonald's-Mitarbeiter aus dem McCafé war nicht da. Und hat so gute 10 Minuten auf sich warten lassen. Jetzt habe ich 10 Minuten da für einen Kaffee gestanden, aber ohne wäre ich jetzt echt gefrustet gewesen. Scheiße. Aber ich habe die Dame jetzt angerufen, dass ich eine Viertelstunde später da bin, muss das Verständnis für haben. Aber das ist eigentlich nicht meine Art. Ich fühle mich da immer unwohl, wenn ich zu spät komme. Das, also nicht nur, dass ich das generell schon nicht gerne gemacht habe. Au, scheiße. Jetzt wird es richtig kacke. Au, wei, ist das ein Riesenstau. So, da sind wir. Schöne kleine Innenstadt. Also das, was ich von Fellbad gesehen habe, ist hübsch. Schöne Stadt, offensichtlich. Oder ich habe nur die schönen Teile gesehen. Gehen wir uns mal den Hund angucken. Los geht's. So, Chico findet den Tierarzt gut. Oh, was? 20? Da direkt hier in Rewe war, war ich gleich noch mal schnell einen Kaffee holen. Ja, erster Eindruck vom Hund, eigentlich sehr gut. Also ich habe es schlimmer erwartet.
Tierärztin und die Besitzer oder ehemaligen Besitzer, wie auch immer, haben aber auch gesagt, dass er heute einen guten Tag hat. Also, ja. Ja, da ist er. Ist warm, ne? Wir fahren mal. Ich fasse schon mal so ein bisschen was zusammen über Chico. Also, Chico macht erstmal einen sehr guten Eindruck. Muss ich ehrlich sagen. Körperlich sieht er gut aus, Fell ist gut. Könnte ein bisschen abnehmen. Das ist eine Kleinigkeit. Er ist kontaktfreudig zu Kindern, was schon mal super toll ist. Also, der mag Kinder. Das ist eine gute Sache. Er hat mir gegenüber, hat am Anfang erstmal direkt gebellt. Ich habe ihn aber auch auf falsch Fuß erwischt. Ich bin um die Ecke gekommen. Ich habe mich erschrocken. Er hat sich erschrocken, weil wir auch immer voneinander standen. Blöder Start, aber alles gut soweit. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss da. Alles gut soweit. Die Familie hat, ob bewusst oder unbewusst, wirklich eine gute Arbeit geleistet. Also, Chico ist 9 Monate alt. Der kann Sitz, kein Platz, an der Leine laufen kann er im Moment gar nicht, der zieht wirklich wie Wolle. Das kann aber ganz viele Gründe haben, das kann auch ein Grund sein, dass er im Moment einfach überhaupt nicht ausgelastet ist, weil ihm vielleicht Dinge fehlen, das kann Stress sein, das kann alles möglich sein. Der kann Sitz, der kann Platz, der ist verspielt, der spielt gern Bällchen, Frisbee oder Tauseil hier zum Zerren. Er ist offensichtlich gesund. Die Ärztin, die da zwischen uns vermittelt hat, die Tierärztin, auch dafür nochmal großen Dank, hat noch ein Blutbild machen lassen. Wir haben also noch einmal Blutwerte untersucht. Der eine war leicht niedriger, irgendein Wert leicht niedriger, irgendeiner leicht höher. Sie hat es mir erklärt, ich habe es auch dabei. Aber er sieht erstmal gesund aus. Und zusammen mit dem Blutwert lassen wir auch gleich noch eine MDR1-Bestimmung machen. Das ist wichtig beim Border Collie, damit wir wissen, ob er medikamentös behandelt werden darf, falls mal was sein sollte. Wer MDR1 nicht kennt, googelt das einfach. Ja. Ja, der hat sich beim Tierarzt gut dargestellt, der hat sich gut verhalten. Eigentlich war alles gut. Das Einzige, was mir wirklich negativ aufgefallen ist, ist, dafür, dass er 9 Monate alt ist, markiert er extrem viel. Also wirklich extrem viel. Das kann jetzt aber auch ein Punkt sein, weil einfach gerade Hormonstau, der ist hundertprozentig schon in der Pubertät, weil der pinkelt immer auf 3 Beinen und vor allem der hat offensichtlich an Mädels Pipi geschnüffelt und gleich gesabbert und mit Zähnen geklappert. Also da ist gerade auch hormonell ganz viel los im Kopf. Wir haben eine Flieger, Mücke, irgendein Viecher drin. Aber das war jetzt so das Einzige, was mir erstmal negativ aufgefallen ist. Die Vorgeschichte, zur Vorgeschichte erzähle ich euch morgen ein bisschen was. Da kann man jetzt auch noch nicht so viel zu sagen, außer das zusammenzufassen. Ja, wie geht's weiter? Ich nehme den jetzt mit in die Huta und da bleibt er dann auch erstmal. Der bleibt einfach jetzt in der Huta erstmal eine Woche, dass der wirklich einfach sich austoben kann. Dass der spielen kann, der ist verspielt mit Spielzeug und mit Artgenossen hieß es. Das ist sehr gut, weil dann ist da auch genug Möglichkeit drin, mit ihm sich zu beschäftigen, wenn er auch Spielzeug spielt. Die Vorbesitzer haben meiner Meinung nach einen wirklich guten Eindruck gemacht. Die Tochter mit 13 Jahren war sie, glaube ich, war sehr klar und sehr reif. Habe ich selten, dass die, also absolut Respekt. Der Sohn war 5 und von 5-Jährigen war der wirklich nett. Er war zwar wild und aufgedreht, wie ein 5-Jähriger halt ist, aber alles freundlich und jederzeit ansprechbar, gut erzogen beide. Also grundlegend hat die Familie da alles richtig gemacht. Ja. Aber manchmal läuft das nicht so, wie man das denkt. Ja. An dem einen Tag hast du noch eine intakte Familie, Mutter, Vater, 2 Kinder, Haus mit Garten im Wald, ja, so wie es bei denen war. Und ein paar Tage später stehst du mit 2 Kindern und dem Hund alleine da in einer kleinen Dachgeschosswohnung in der Stadt, weil du erstmal irgendwo hin musstest. Und so ist das jetzt hier auch gelaufen. Ja, ist nicht schlimm. Es ist, wie es ist. Der kommt jetzt zu uns und wir finden was für ihn. Wir sind schon ein paar Minuten gefahren. Jetzt 20 Minuten habe ich noch, bis ich in Köln bin. Der Chico macht das sogar ganz gut hier.
Ein bisschen hat er jetzt eben gewinselt, weil er im Auto, also er kennt Autofahren, ne? Die fahren, die sind nicht so viel Auto gefahren, aber er konnte wohl ganz gut Auto fahren, aber so nach so einer halben Stunde, dreiviertel Stunde wurde er unruhig. Das liegt einfach daran, dass die immer nur kurze Strecken gefahren sind. Na, da kriegt er dann schnell Langeweile wahrscheinlich. Also das würde ich jetzt aus dem Bauch heraus erstmal denken. Insgesamt macht er das aber gut. Er hat kurz ein bisschen gewinselt. Ich habe mal die Hand reingehalten, habe ihm mal kurz wie die Nase gekraut und jetzt ist auch gut. Der liegt jetzt und schläft. Also der hat sich hingelegt und pennt oder zumindest liegt er komplett ruhig. Ein paar Sachen habe ich noch vergessen. Chico kann zum Beispiel alleine bleiben, wurde mir gesagt. 4 Stunden hätten die schon gemacht und das wäre kein Problem. Das hätte er ganz gut gemacht. Natürlich immer mit dem Hintergrund, dass es natürlich einfacher ist in einem bekannten Umfeld. Wir werden ihn jetzt gleich noch in die Gruppe einführen, in die Utah. Mal schauen, wie er das macht. Und dann werde ich den höchstwahrscheinlich einfach in Ruhe lassen für ein paar Tage, bis der mich so ein bisschen kennengelernt hat, bis ich ihn so ein bisschen kennengelernt habe. Dass wir da tatsächlich einfach mal den Hund wieder rauslassen da. Der soll einfach mal den Kopf frei kriegen. Dann sind wir fast an der Hute angekommen. Ich war gerade noch ganz fix im Baumarkt Drive-In. Dann weiß ich auch schon mal, wie in solchen Situationen sich der Chico verhält. Das hat er wirklich gut gemacht. Hat nicht gebellt, hatte keine Angst. Hat sich das zwar alles so angeguckt, wie ich da die Sachen ins Auto geladen habe, aber war wirklich gut. So, jetzt lasse ich den hier mal eben schnell kurz eine Minute stehen und flitze mal in die Tankstelle rein, mir was zu trinken holen. Und dann fahren wir nach Hause. Also nach Hause nicht, aber erstmal nach Hause in die Huta. Bisher macht er das wirklich alles gut. Bisschen übel ist ihm vom Autofahren, aber das kann man ihm nicht verübeln. Er ist da nicht so oft Auto gefahren. So. Männle, eine Minute musst du warten, dann bin ich wieder da. Oh. Er liebt es, völlig ruhig. Kein Gebelle, kein Gewinsel. Auch nicht, wo er alleine im Auto war. Ein guter Kerl. So, wir sind da. Ja, das ist jetzt natürlich volles Programm, ne? Direkt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Hunde auf einen Schlag und alle wollen ganz doll schnuppern. Aber er macht das eigentlich wirklich gut. Jetzt hat er einen Border Collie entdeckt. Hi Santi. Na, wie geht es dir? Was macht das Bein, Santi? Komm, wir gehen mal ein bisschen auf die Wiese. Komm mit, Männle. Chico. Chico. Oh ja. Der hat sich schnell beruhigt, der ist schon ziemlich selbstbewusst jetzt. So, lauf mal eine Runde. Jetzt wird erstmal geschissen, glaube ich.